Wie versprochen wollten wir ein kleines Video zum Thema Viron drehen. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen schade, wenn man nicht auch ein bisschen was anderes über den Schirm erzählt und ein bisschen andere Infos dazu gibt. Ich hatte es eigentlich tagsüber vor, habe es nicht geschafft, war einfach ein bisschen viel los. Deswegen machen wir das hier jetzt in unserer netten kleinen Wohnung. Und ich wollte euch ein paar nette Features zum Viron zeigen. Fangen wir an mit der Bar. Wir haben eine etwas abgespeckte Bar mit schönen Weinern. Und jetzt kommt das eigentlich Neue. Das ist das, worauf wir lange gewartet haben, das neue Quick Release. FLYSURFER hatte ja mit dem aktuellen Quick Release ein bisschen Ärger, hat immer schnell reagiert und Rückrufaktionen gestartet. Mit diesem hier sollte es nicht passieren. Ich habe schon ein halbes Jahr testen können, einen Vorläufer davon. Das ist jetzt auch noch nicht ganz final, aber schon ziemlich nah dran. Das Nette ist, hier haben wir keine nervige Feder mehr, sondern ein Gummiband, das wesentlich weniger anfällig ist gegen Sand oder ähnliches. Wir haben das Ganze ein bisschen kompakter. Ich habe mit einer Federwaage gemessen, wie hoch die Auslösekräfte sind. Ich habe mich komplett dran gehängt. Es war fast nichts. Die mussten sogar noch erhöht werden. Das hat man jetzt über höhere Gummispannungen geschafft. Ein ganz neues Feature ist auch der Chicken Dick. Dieses Ding ist nämlich hier komplett steif. Den kann man absolut nicht mehr biegen. Trotzdem geht er deutlich leichter rein oder raus als andere Systeme. Er ist nämlich hier mit so einem Gummiband befestigt. Funktioniert sehr gut und wir erhoffen uns natürlich davon, dass das deutlich weniger anfällig ist. Oder noch ein paar kleine Sachen beim Schirm selber. Das erste ist hier dieses Tipp. Hier hat man ein neues Auslassventil. Hier war ja früher so ein Klett über diesem, etwa diesem Bereich mit einer kleinen Öffnung. Jetzt hat man nur noch die kleine Öffnung mit einem Schlauch. Wenn man jetzt versucht, den Schirm unter Wasser zu ziehen, dann knickt er hier um. Und es läuft kein Wasser rein. Also es ist, wir haben mit dem Schirm eigentlich alles versucht, ihn irgendwie zum Absaufen zu bringen. Solange irgendwie Wind war, ist es uns nicht gelungen. Also es läuft fast kein Wasser mehr rein in den Schirm. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich hier sämtliche Einlassöffnungen in der Hand halte. Es ist einfach nur noch ein großes Einlassventil, farblich markiert. Der Schirm selber ist sonst immer grün, weiß, rot, das ist natürlich perfekt für uns Kiteschulen. Wir wollen natürlich auch, dass halt jeder sich gleich einprägt vom ersten Moment an. Grün rechts, rot links. Und das ist hier sehr schön gemacht. Hier vorne mündet auch die Safety. Und das hier ist auch was ganz Besonderes und Neues. Die Safety läuft hier durch. Und wenn man auslöst, zieht sich der Schirm quasi wie eine Gardine zusammen und hängt dann einfach ja, etwas gerefft, zusammengerefft hier vorne in der Mitte. Funktioniert sehr gut. Wir sind gespannt, wie es bei größeren Kites funktioniert. Jetzt bei unserem Vierer, den wir sowieso bei 30 Knoten noch gerade so fahren können, also mit einem kleinen Brett nicht, mit einem mittleren Board, den 42, kann man über 30 Knoten fahren. Da wird man eigentlich so gut wie nie auslösen müssen. Also ich glaube, in der Schulung könnten wir die auch getrost abbauen. Machen wir natürlich nicht, weil wir von Beginn an die Sicherheit vermitteln wollen und den Umgang mit den Safety-Systemen. Aber wir sind gespannt, wie das System bei größeren Schirmen dann funktioniert. Auch sehr nett ist, die Waage ist kommt komplett ohne jede Rolle aus. Wir haben nur zwei kleine Rollen an den Tipps, an denen die Steuerbefehle umgelenkt werden. Ansonsten geht alles direkt ran. Das ist auch sehr schön. Wir haben keinen Mixer, keine Trimmmöglichkeit mehr. Der Effekt, dass die Schirme beim Depowern mehr C-Form annehmen, das kennen wir ja schon vom Speed 3 oder Psycho 4. Dieser Schirm hier macht es extrem, aber er kann noch was anderes. Wenn wir jetzt komplett depowern, dellt er sich ein und wird fast ein bisschen unförmig und verliert schlagartig den Auftrieb. Den gleichen Effekt, den wir haben bei einem auswählenden Tube-Kite. Und das ist sehr schön, weil wir natürlich als Kiteschule eben auch dieses vermitteln wollen. Bar weg, Druck raus, Bar ran, Druck her. Und genau das macht dieser Schirm sehr, sehr direkt, direkter als bisherige FLYSURFER-Kites. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Für wen ist jetzt dieser Schirm eigentlich gedacht? Man kann irgendwie sagen, es ist nicht ganz Trainer, aber es ist auch nicht ganz Kitesurf-Kite. Er ist irgendwo dazwischen. Also er kann mehr als ein Trainer-Kite. Er hat sämtliche Funktionen eines Großen. Er kann aber ein bisschen weniger als ein Kitesurf-Kite. Er kann halt zum Beispiel ziemlich schlecht Höhe laufen und hat auch eher wenig Power.
Ich meine, Vierer braucht man, wie gesagt, schon 30 Knoten. Wir haben damit natürlich Großes vor und haben den entsprechend auch mal rangenommen und getestet. Ich habe mit Armin um eine Tüte Gummibärchen gewettet, ob ich den Schirm zum Zerstören kriege oder nicht. Jetzt bekommt Armin eine Tüte Gummibärchen. Ich habe gesagt, gut, Gummibärchen ist uns ein bisschen wenig. Wenn wir keine Schirme mehr zerstören nächstes Jahr, dann sparen wir so viel Geld, dann können wir auf jeden Fall mal noch 50 Euro an Ärzte ohne Grenzen spenden. Das machen wir jetzt auch. Wir haben es versucht, ihn zum Zerplatzen zu kriegen. Es ist uns nicht gelungen. Allerdings, ja, wir haben es jetzt auch nur mit zwei schweren Fahrern bei Mitte 30 Knoten versucht. Wir hoffen auf den nächsten 50-Knoten-Tag und vielleicht kriegen wir ihn dann durch. Warum er nicht zum Zerplatzen zu bringen ist, liegt auch ein bisschen in der Konstruktion, vermuten wir. Wir haben nämlich ein neues Material für das Innenleben. Wir finden nämlich hier Mesh. Wir finden hier so einen Netzstoff. Und das ist natürlich eine ziemlich geniale Idee, einen reißfesten Netzstoff zu nehmen. Und aus dem Grund hoffen wir, dass wir nicht nur wir den Schirm nicht zerstören können, sondern auch sämtliche unserer Schüler. Aber wir werden es ein Jahr hart durchprobieren.